Hallo zusammen, hier ist wieder Luxan Wunder mit einem neuen Tutorial. Heute zeigen wir euch, wie man eine Grapefruit richtig schält. Grapefruits, viele Leute haben ein bisschen Angst vor Grapefruits, weil sie nicht genau wissen, wie man dieser Frucht beikommt. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Die Grapefruit hat hier oben einen Stempel und hier unten einen Stapel. Dieser Stapel, der ist sehr leicht eingreifbar, den sieht man ganz deutlich hier. Und ein weiteres Problem der Grapefruit ist, dass sie häufig wegrollt. Deshalb machen wir das ganz einfach. Wir nehmen die Grapefruit in die Mittelhand, fixieren die Grapefruit in der Mitte und dann greifen wir mit dem linken Finger, oder mit dem linken Ringfinger, in den Grapefruit-Stapel hinein. Hier kann man ganz einfach einfahren. Das ist die natürliche Form der Grapefruit, begünstigt diese Einfahrt. Und dann nehmen wir die rechte Hand und fahren auch nochmal in diesen Stapel ein und ziehen das einfach ganz locker auseinander und stülpen dann mit der Mittelhand diese Grapefruit um. Jetzt nehmen wir mit allen drei Händen, drücken wir hier einfach, stülpen wir die Grapefruit aus der Fruchtschale nach außen. Das ist quasi wie so ein Hasenbraten, sich ganz einfach ablöst. Da staubt ein bisschen manchmal ein bisschen der Fruchtstaub rum und der Schalendreck hängt manchmal ein kleines bisschen fest, aber idealerweise kann man immer mit der Mittelhand festhalten und mit der Recht- und Linkhand dann quasi ganz gediegen abschälen. Und dann machen wir das hier quasi auf das große, auf den großen Fleischhaufen drauf. Und hier auch noch das dritte Stück umstülpen, ausschaben und auf den Fleischhaufen drauf addieren. Und so haben wir eine ganz saubere Trennung zwischen den Schalen und mit dem Schalendreck und hier dem Fruchtfleischhaufen, der jetzt genauso wie er ist, ideal genießbar ist. Also keine Angst vor Grapefruits, liebe Leute. Ich hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen weiterhelfen und euch die Angst vor der Grapefruit nehmen. Und das könnt ihr zu Hause jetzt einfach so genießen. Vielen Dank, das war's von uns. Luxan Wunder. Hallo zusammen, hier ist wieder Luxan Wunder mit einem neuen Tutorial. Heute zeigen wir euch, wie man eine Grapefruit richtig schält. Grapefruits, viele Leute haben ein bisschen Angst vor Grapefruits, weil sie nicht genau wissen, wie man dieser Frucht beikommt. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Die Grapefruit hat hier oben einen Stempel und hier unten einen Stapel. Dieser Stapel, der ist sehr leicht eingreifbar, den sieht man ganz deutlich hier. Und ein weiteres Problem der Grapefruit ist, dass sie häufig wegrollt. Deshalb machen wir das ganz einfach. Wir nehmen die Grapefruit in die Mittelhand, fixieren die Grapefruit in der Mitte und dann greifen wir mit dem linken Finger, oder mit dem linken Ringfinger, in den Grapefruit-Stapel hinein. Hier kann man ganz einfach einfahren.